Poké-Freunde, Obito wieder hier und wie man sieht, habe ich Veteran erreicht. Und ja, Melmetal, Sumpex, Demeteros ist heute mein Team. Dialga habe ich mal komplett weggelassen. Wollte mal gucken, wie das Team so läuft. Und bisher läuft das Team ganz gut. Ich bin jetzt auf 2574 gestiegen. War kurzzeitig auch schon auf 2585. Bin jetzt eben 11 Punkte abgestiegen, leider, weil ich ein 2 zu 3 gespielt habe. Ist man halt nicht drin, passiert. Aber wenn ihr meine Aufstiege weiterhin nicht verpassen wollt, zu zum Beispiel Expert oder auch Legende, ja, lasst ein Abo da, folgt mir und dann könnt ihr das sehen. Die Führung ist schon mal gut. Ah, ich bin zu spät gewechselt, ne? Aber das Gute ist, ja, er geht auf Steinkante, war klar. So. Ich schilde einmal. Genau, jetzt kommt Kraftkoloss. Jetzt setze ich wieder ein, krieg entweder ein Schild oder sein Vieh ist tot. Kann er sich aussuchen? Sein Vieh ist tot. Perfekt. Und mit Glück komme ich noch zum Erdbeben. Nein, ganz knapp nicht. Schade. Ja, natürlich hat er jetzt Energie geschluckt. Bisschen geht nicht mehr. Deswegen gehe ich hier auch nur auf Steinhagel. Wir lassen die Attacken mal durch. Sind ja nicht abgeschwächt. Eigene Mail mit Teil. Okay, das ist gut. Ein Kraftkoloss sehen wir uns jetzt für die Alga auf. Und ich habe auch einen Demeteros mit, mein Freund. Und ich kann erstmal ein paar Steinhagel von ihm durchlassen. Wenn ich will. Jetzt setzen wir mal ein. Überlebe ich den noch? Ja. Den überlebe ich aber nicht mehr. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Wechsel ist nämlich gleich um. Oh, super hat er mich gesniped. Super hat er mich gesniped. Oh, ärgerlich. Und er kriegt noch den Eisenschädel hin. Ich glaub's ja nicht. Oh, das hat der Gegner super gemacht. Krass. Krass. Oh, ich habe zu viel Zeit verbraucht, ja. Ich hatte auch den Wechsel im Blick. Ach Mist. Oh, ich hätte sein Vieh jetzt mit Eisenschädel wegdrücken müssen. Sein Kialga. Mit Kraftkoloss. Ja, das hätte ich eigentlich gewinnen müssen. Das war sau doof von mir gespielt. Naja, er hat mich richtig gut gesniped. Ah, das war schon ärgerlich. So, Marco Hax ist der nächste. Palkia, ja, das nehmen wir so. Der bleibt drin.
Heike ist natürlich mies. Und dass ich nicht ausholen darf, ist auch mies. Lass Schweif 1, ja. Sternhieb, habe ich mir schon gedacht. Gehen wir hier aufs Erdbeben straight. Genau, Metagross ist weg. Ja, zum Erdbeben wäre ich leider nicht mehr gekommen. Wäre wichtig gewesen. Aber wir kriegen das Sch den Schild, das ist perfekt. Steinhagel kommt, er schildet nochmal. Irgendwas will da hinten Melmetal nicht sehen. Nassschweif kommt. Steinhagel, ja. Nächster Steinhagel. Und jetzt fahre ich dann runter. Schön. Oh, hier können wir es kurz machen. Ja, Melmetal ist jetzt hierfür gar nicht so schlimm. Das ist mein Debiteros hier schlimmer. Wichtig auf zwei Kraftklösser aufbauen. Ladeattackenleistung gewinne ich gegen Stalobor. Mal sehen, ob ich den Gleichstand gegen Palkia gewinne, falls er eine Attacke hat. Nein, er holt aus. Und entscheidet das Match quasi somit für uns. Also, dass er. Ja, wahrscheinlich wollte er Melmetal nicht sehen, weil ich so viel Energie auf Melmetal hatte. Kann ich schon verstehen. Melmetal ist ganz gut. Also in der Führung ist Melmetal auf jeden Fall am allerbesten. So, es steht 1-1 mal wieder. Und ja, auf den. Bei den Punkten jetzt hier dauert die Wartezeit echt lange. Aber wir gucken mal, was passiert. Ob wir gleich wieder einen Gegner finden oder nicht. Man hört es wahrscheinlich, ich bin immer noch erkältet. Hab mich bei meinen Kindern quasi angesteckt. Deswegen muss ich auch ab und zu einen Schluck trinken. Ich bin froh, dass ich nicht andauernd husten muss. Aber ich muss mich halt auch absolut ab und zu räuspern. So, Schluck genommen, Stimme geölt. Jetzt kann der Gegner gerne kommen. Ich bin übrigens bei dem lieben Poke-AK im Video. Hab da aber richtig auf den, wie kann man sagen, auf den Sack bekommen, ja. Das kommt hin. Aber ich hatte auch eine sehr schlechte Führung, ne? Er hatte Groudon. Hatte er natürlich die viel bessere Führung. So, wir finden einfach keinen Gegner.
Deswegen starte ich das auch ab und zu mal neu. Oh, da war ein dringender Huster gerade notwendig. So. Langsam kann mein Gegner kommen. Spielt das jetzt gerade keiner? Spielen sie alle irgendwie Fossil Cup? Nee, also an dem Fossil Cup reizt mich jetzt nicht so viel. Es gibt so viele Sachen für die Superliga. Ich bin froh, wenn es endlich mal Meisterliga gibt. Und das nutze ich auch gerne mal aus. Weil Superliga kann man an sich genug spielen. Oh, das ist ja schrecklich hier mit den Wartezeiten. Ich glaube, wenn die Wartezeiten jetzt so schlimm sind, mache ich auch nur ein Set. Das kann man keinen antun. Ach, der Ilder, der Verrückte. Mal im Ernst, wo sind die Gegner? Das kann doch nicht so ewig dauern. So, bis 9:44 Uhr warte ich jetzt. Und wenn dann nichts passiert, dann. Starte ich neu. Das gibt's doch nicht, dass man ewig auf diese Kämpfe wartet. Passt auf, ich mache einen kurzen Cut und dann geht's weiter. Nein. So, da sind wir wieder mit einem Kampf nach einer kurzen Pause. Und die Führung ist schon mal gut. Wir legen auf zweimal Kraftkoloss auf. Draco kann er noch nicht haben. Ja, das ist an sich okay. Dann gehen wir auf Demeteros. Ja, ich bin für die Extra-Attacke gegangen. Ich darf nicht vergessen, auf Dialga ist gut Energie. Wir gehen mal auf die Steinkante. Hier würde ich ganz gerne trotzdem schilden. So, was macht er jetzt? Ich hoffe, er hat jetzt den Eisenschädel eingesetzt. Ich komme noch mal zur Attacke. Und? Jetzt schildert er, ich geh mal rüber. Mein Draco überstehe ich ja hier. Oh, nicht das Vieh. Oh, Giratina hinten ist natürlich mies.
Und ich habe nicht nochmal den Steinhagel geschafft. Das ist übel. Ein Erdbeben wird wahrscheinlich nicht reichen. Und ich krieg auch nicht die Extra-Attacke. Spuckball kommt, ja, den überstehe ich. Ja, jetzt reicht Unheilwürfe, schade. Ja, keine Chance mehr gehabt. Schade. Ah, Giratina hinten, das war mies. Ja, da habe ich jetzt gut auf den Sack bekommen. Oh, hätte ich das Erdbeben geschafft, das wäre gut gewesen. Ja, trotz dass ich anfangs ein Schild gezogen habe. Ja, das Problem ist, der zweite Kraftkoloss wurde dann abgefangen. Hätte ich die Energie noch gehabt, hätte es besser ausgesehen. Beziehungsweise ein Steinhagel gemacht dann. Dann hätte es eine Ecke besser ausgesehen. So war es leider doof. Genauso wie hier Kämpfe zu finden. Da mache ich gleich nochmal einen Cut, wenn ich jetzt in einer Minute keinen Kampf finde. Ich bin eigentlich kein Freund, sag ich mal, zu cutten, aber ja, ich will euch auch nicht diese üblen Wartezeiten antun. So, 9:50 Uhr, dann. Ah, okay, Kampf gefunden. Perfekt. Gegen Vanari 9. Ui, der ist aber ganz schön hoch schon mit den Punkten. Ho-Oh-Führung mag ich. Jetzt Steinhall. Schild, sehr gut. 1, 2, abfangen. Perfekt. Zieht aber trotzdem 50% ab. Aber wir locken das Zaruder raus. Das ist gut. Wir kriegen hier noch die Aqua-Haubitze. Wir kriegen schon mal Damage drauf. Natürlich lassen wir die Wechseluhr jetzt runterticken. Leider konnte er gut runterfahren. Au. Vielleicht hätte ich einfach auf Kraftklaus gehen sollen. Oh, okay. Dann gehen wir jetzt hier auf Kraftkoloss. Und er kann trotzdem nicht runterfahren. Das Schlimme ist, er hebt sich seinen Sarut auf. Hier schillen wir mal einmal. Ja, er hat natürlich den Knüller. Knüller überleben wir noch. Extra-Valerie rausgehen. Perfekt. So, kommt Sarut wieder rein.
Das ist die Frage hier. Ich habe ausgeholt. Das heißt, wir gehen hier schnellstens rüber. Wir kriegen Kaffkoloss hin. Es sollte eigentlich gewonnen sein. Steinkante ist da. Und die sollte eigentlich doch das Ho-Oh rausnehmen. Hoffe ich doch. Ja, perfekt. Ja, das konnte man alles noch umspielen. Ja, die Blattgeißel musste ich natürlich schilden, ist klar. Wenn ich so viel Energie habe. Und mit Melmetal hätte ich das Ho-Oh nicht mehr weggekriegt. Steinhagel hätte ja noch einmal überlebt. Oh, wir haben schon den nächsten Gegner gefunden. Giratina. Er gewinnt den Ladeattacken. Das ist schon mal gut zu wissen. Spukball kommt. Ich habe ihm leider eine Extra-Attacke geschenkt. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht wieder auf die Idee, runterzufahren. Perfekt. Ja, jetzt wird er nur auf Unheilhöhe gehen. Soll er aber machen. Und er kriegt den Boost, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt muss ich so oder so hier schilden. Nur weil er den Boost kriegt. Oh, das hatte ich die Tage voll oft. Dass der Gegner den Boost so oft gekriegt hat. Es wird wieder eine Unheilböse sein. Hoffe ich. Ja. Aber guck mal, wie viel Schaden die schon macht. Ja! Giratina, so wie oft wird in den Bus kommen? Giratina, ja, so zweimal, das reicht so. Er lässt es draufgehen, perfekt. Er lässt es draufgehen, was kommt rein? Sehen ist in Ordnung tatsächlich. Dann machen wir hier das Erdbeben. Und gehen hier instant rüber. Schnuller würde ich gerne schilden. Ja. Einen überlebe ich gleich. Oh, ja, genau. Als ob er das wusste. Als ob er das wusste. Na, den Ladeattackenleistung gewinne ich hier an der Stelle. Ja, aber den Kampf verliere ich wahrscheinlich. Es sei denn, wenn ich jetzt gleich rechtzeitig rüberkommen sollte. Komme ich aber nicht. Oh, und der Knüller wird mich jetzt rausnehmen. Ach, ärgerlich. Knüller kommt. Nein, ich überlebe ihn. Dann gehe ich hier rüber. Ja, er farmt runter. Er farmt leider runter. Ich habe leider keinen Kraftkoloss ready. Hätte er eingesetzt, das wäre gut gewesen. Ja.
Trotzdem noch knapp geworden, obwohl die Giratina den doppelten Boost gekriegt hat. Das wurde echt nochmal richtig, richtig knapp. Ja, hätte er die Steinkante auf Staloborn nicht abgefangen, dann hätte ich das definitiv gewonnen. Okay, wir gehen doch rein ins zweite Set. Wir sind wieder ein bisschen mit den Punkten runtergegangen. Was mich schon ein bisschen ärgert natürlich. All die Tage kriegt Giratina gefühlt irgendwie oft den Boost. Und jetzt schon zweimal hintereinander mit Unheilböe, das ist schon krass, das ist schon übel. Das war schon übel. Ja, hätte ich die erste Unheilböe nicht geschildert, dann hätte ich wahrscheinlich Aquahupitze noch drücken können. Na, egal wie man es macht, man macht es dann falsch. Ja, ich mache nochmal einen kurzen Cut. So, da bin ich wieder, da gegen Paturns. Ja, da ist schon mal eine gute Führung. So. Okay, er schildert nicht. Dann kommt hier Kraftkoloss 1. Ich schilde das jetzt. Draco, perfekt. Nächster Kraftplus kommt. Und ich wechsle den Suffix raus. Und wir kriegen Seychen, das ist in Ordnung. Knuller, Nahkampf und sowas müssten wir auch einmal überleben. Und der Schilde direkt, perfekt. Dann kommt jetzt das Erdbeben. Schild lassen wir uns auf jeden Fall für Demeteros. Er schildert aber auch alles. Er schildert auch einfach alles. Knuller, perfekt. Dann kriegen wir die Aquahaubitze noch raus. Gib ruhig deine Energie aufs Melmetal aus. Nahkampf kommt. Hier darf ich nicht schilden. Knuller tut zwar weh, aber stecke ich gut weg. Nahkampf würde ich jetzt doch gerne schilden. Macht der Gegner nicht schlecht. Steinkante kommt aber jetzt. Mal gucken, ob die ausreicht. Ich hoffe es. Ja. Und dann haben wir noch einen Kraftkoloss. Und entscheiden den ersten Kampf so für uns. Ja, Melmetal hat noch seine Arbeit quasi vollrichtet.
kann man sagen, hat einen Nahkampf noch getankt. Hätte aber leider keine Attacke mehr geschafft. Also hat Melmetal quasi einen auf das dritte Schild quasi gemacht. Sympex hat gute Arbeit geleistet, hat zwei Schilde gezogen. Hat noch eine Aquahaubitze rausgebracht. Das müssen wir wieder mal ausspielen. Bitte kein Boost. Das würde ich jetzt nicht so feiern. Oh, ich schenke ihm eine Extra-Attacke. Das war doof. Aber er schenkt mir auch eine Extra-Attacke, was super ist. Die Schäden einmal. Und sie gehen hier zum Glück immer auf Spukball. Ja. Spukball kommt. Und schon wieder eine Attacke geschenkt. Schade. Ja, das ist doof, wenn man den Gegner eine Attacke schenkt. Und schon wieder. Aber der Gegner ist zu gierig. Was sehr gut ist. Ja, wir runterfahren. Dann gehen wir hier rein. Spukball kommt, ja. Kann sein, dass wir noch einen kassieren. Ah, den überleben wir noch. Ja. Die Frage ist, was kommt rein? Och, das ist schon so gut verloren. Das ist leider schon so gut verloren. Muss hier einsetzen. Ah, das ist leider verloren, der Kampf. Er wird hier nicht schön. Genau. Geht zwar die Steinkante hin. Die macht aber nicht mehr viel. Aber er setzt ein, ja. Immerhin etwas. Aber mein Sumpex hat zu wenig Leben, ne? Ja, war schlau von ihm. Ja, und noch einen Drachenrute überstehe ich nicht. Ja, das kann ich leider nicht mehr gewinnen. Ah, Lugia hinten ist noch fies. Aber auch noch eine Aquahaubitze hätte nicht ausgereicht. Lugia ist dafür viel zu tanky. Leider. Ja, müssen wir mal gucken. Naja, Giratina-Führung ist auch eklig. Das ist immer schwierig mit Melmetal. Bloß ich kann auch nicht rauswechseln in Demeteros oder Sumpex. Das geht leider auch nicht. Weil die es genauso schwer haben gegen Giratina. Hätte ich vielleicht zweimal schälen sollen? Nee, das hätte auch nichts gebracht. Okay, das spielen wir aus.
Okay, er geht gleich auf Nahkampf. Interesting. Geht er auch gleich raus? Oh, ist das mies. Ja, dann gehe ich hier in Demeteros. Das ist natürlich richtig mies von ihm. Ich muss hier schön. Oh, Giratina hinten ist auch nicht besser. Oh, jetzt hätte ich gerne die Jalga gehabt. So, jetzt drücken wir die Steinkante. Er schildert leider. Ich will auch. Ja, Giratina ist mies. Jetzt einsetzen. Und er schildert wieder. Aber wir kommen noch zur Steinkante. Was wichtig ist. Und gehen jetzt rüber. Klar, mein Metall geht mit Energie drauf. So, jetzt kommt wahrscheinlich Leichen. Wichtig ist, dass wir hier auch die Steinkante hinkriegen. Gut, dass er einsetzt. Hat er Nahkampf oder Stromstoß noch? Oder Knüller? Nahkampf wird sein, perfekt. Ah. Jetzt kommt es auf das letzte Pokémon drauf an, ne? Knüller kommt. Au. Und Knüller hat er noch, ne? Ja, ich kam nicht mehr zum Erdbeben. Och, Mann. Ärgerlich. Ärgerlich. Vielleicht hätte ich gegen Zacian einfach in Sumpex rausgehen sollen. Ich glaube, Sumpex ist einer der sichersten Wechsel, die man hier machen kann. Gegen Ho-Oh kämpfen wir. Okay. OTG, der Gegner geht raus. Soll er machen? Das kann er gerne machen. Ich darf komischerweise nicht nochmal ausholen. So, falls der Gegner einen Fokusstoß hat. Nein, er ködert lieber. Ja, er hat Fokusstoß. Dann setzen wir jetzt ein. Schildert er? Schildert, okay. Okay, da wird das jetzt der Fokusstoß sein. Schade. Ja, Memeltal ist weg. Aber es ist nicht verkehrt, hier mit runterzufahren. Es ist gar nicht so verkehrt, hier mit runterzufahren. Steinkante wird geschildert, ja. Oder oh, er hat die Attacke schon. Ah, stimmt, hier kann er ja auf Sturzflug gehen, ne? Und dann überlebe ich nicht.
Ja. Ich muss hier extra Energie haben. Erdbeben kommt, eine Aquahaubitze wird wahrscheinlich nicht reichen gegen Ho-Oh. Nein, ich muss hier einsetzen. Oh, ich hätte abfangen müssen. Er gewinnt das leider. Sturzflug reicht nämlich jetzt locker easy. Oh, das habe ich auch doof gespielt. Das habe ich richtig doof gespielt. Ich hätte nach der Steinkante einfach rausgehen sollen. Das wäre definitiv schlauer gewesen. Das ist schon der letzte Kampf, ja. Oh, bitte nur ein 2 zu 3. Das wäre in Ordnung. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Plus heute an Punkten gemacht. Ja, die letzten beiden Sets liefen einfach nicht gut. Aber ich muss auch sagen, die Gegner hier sind auch auf einem sehr hohen Niveau. Die sind echt sehr, sehr stark mit Abfangen und. Ist halt nicht immer so einfach. So, bis 10:15 Uhr warten wir. Und wenn bis dahin keiner kommt, mache ich einen kurzen Cut wieder. Ich bin gefühlt hier schon eine Stunde an diesem Video dran, das zu drehen. So, bis gleich. So, es hat jetzt fast 2 Minuten gedauert, nochmal, bis ich einen Gegner gefunden habe. Sehchen. So, einen Nahkampf überlebe ich ja, wisst ihr ja. Und jetzt draufdrücken. Weil ich weiß, dass er den Gleichstand gewinnt, bin ich jetzt eigentlich im Vorteil sogar. Weil das könnte ihn schon erheblich Schaden machen. Deswegen schäden die meisten das dann. Genau. Und beim nächsten Steinhagel bin ich halt früher da dran. Ja, geht in Ordnung. Ich lasse Melmetal jetzt auch besiegen. Und werde wahrscheinlich in Demeteros gehen. Ich schilde, falls er den Knüller hat. Nein, er hat Stromstoß-Nahkampf. Ja, okay. Gut, dann gehen wir hier raus. So, nächste Attacke. Ja, das tat ihm weh. So, was kommt jetzt rein? Ja, dann kann ich für die Steinkante gehen. So, was hast du jetzt noch? Schnell rüber. Steinkante habe ich ready. Im Sturzflug müsste ich noch überleben. Und drüben habe ich die Steinkante ready. Und gegen Ho-Oh gewinne ich auf jeden Fall den Ladeattackengleichstand. Und die Aquahaubitze wird jetzt auch richtig brennen. Oh, die reicht sogar schon aus. Perfekt. Ah, ich hätte zur Not noch eine Steinkante gehabt.
wenigstens ein 2 zu 3 gemacht. Lief heute Morgen definitiv besser. Wie gesagt, ich war bei 2584 Punkten schon. Aber die Gegner sind auch ziemlich stark. Muss ich ein großes Lob aussprechen. Die sind echt gut hier oben. Okay, aber für die Folge soll es das jetzt auch gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.